Gleich in den TV Berlin Nachrichten. 5000 Euro Belohnung für Hinweise auf Münzräuber. Verfassungsschutz warnt vor Reichsbürgern und das Wetter, es bleibt bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Dabei steigt in den nächsten Tagen auch die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 4. Juli 2017. Noch immer sind die Diebe, die die 100-Kilo-Münze aus dem Bode-Museum stahlen, auf der Flucht. Jetzt sucht die Polizei mit einem Überwachungsvideo nach Hinweisen. Das Trio wurde gefilmt, als es in der Nacht zum 27. März gegen 3 Uhr den Bahnsteig des S-Bahnhofs Hackescher Markt betrat. Anschließend gingen die Täter über die Bahngleise in Richtung Montbijou Park zum Museum. Hier stahlen sie die kanadische 100-Kilo-Goldmünze Big Maple Leaf, die einen geschätzten Materialwert von 3,8 Millionen Euro hat. Mit einer Schubkarre transportierten sie die Münze ab. Die Karre und diverse andere Tatwerkzeuge ließen die Einbrecher am Tatort zurück. Auch von ihnen veröffentlichte die Polizei Fotos. Für Hinweise auf die Täter hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgelobt. Der Berliner Verfassungsschutz warnt mit einem Kurzfilm und einem Informationsflyer vor den sogenannten Reichsbürgern. Diese Gruppe von Extremisten sei gefährlich, weil sie den deutschen Staat und seine Gesetze ablehne und oft gewalttätig sei, so der Berliner Verfassungsschutzchef Bernd Palender in dem Film. Der Verfassungsschutz will auf diese Weise Empfehlungen zum Umgang mit den Reichsbürgern geben. Besonders Jobcenter, Gerichte, Gerichtsvollzieher und Polizisten hätten häufiger mit dieser Klientel zu tun und müssten entsprechend gewappnet sein. Reichsbürger gehen davon aus, dass das Deutsche Reich fortbesteht und erkennen daher die Bundesrepublik mit Grundgesetz, Behörden und Gerichten nicht an. Das Bundesamt für Verfassungsschutz geht von 10.000 Reichsbürgern in ganz Deutschland aus, Tendenz steigend. Die Cottbuser Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen BER-Technikchef Horst Ammann wegen Veruntreuung von Firmengeldern. Das teilte die Flughafengesellschaft am Dienstag mit. Im Fall einer Anklage drohen ihm bis zu 5 Jahre Haft. Der Griff in die Kasse soll sich 2012 abgespielt haben. Seit August des Jahres war Ammann Technikchef am BER, doch schon 13 Monate später zog ihn der damalige Flughafenboss Hartmut Medorn von dem Posten ab. 2014 wurde er ganz freigestellt, bei vollen Bezügen von rund 300.000 Euro monatlich. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat Überlegungen für einen Weiterbau der U-Bahn-Linie 7 von Neukölln zum Flughafen Schönefeld bestätigt. Die Verkehrssenatorin werde in den nächsten Wochen dazu eine Vorlage machen, ob man die bisherige Linie zumindest bis zur Stadtgrenze oder zum S-Bahnhof Schönefeld verlängern könne, sagte Müller am Dienstag. Von dort könne es dann ein Pendelangebot zum neuen Hauptstadtflughafen geben. Der Senatsvorstoß zu U7 steht im Zusammenhang mit dem Volksentscheid für eine Offenhaltung des Flughafens Tegel, den der Senat schließen will. Viele hätten das Gefühl, dass der Flughafen nahe der Innenstadt schnell und einfach zu erreichen sei, erklärte Müller. Der Senat wolle deutlich machen, dass man natürlich sehr sensibel wahrnehme, was die Leute an Tegel schätzen und diese Themen auch mitnehmen in die Umsetzung Schönefeld. Berlin will den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl mit einer Gedenkmünze würdigen. Die Münze mit der Aufschrift Helmut Kohl, Kanzler der Einheit, zeigt ein Porträt des CDU-Politikers von 1990, wie die staatliche Münze mitteilte. Das Motiv ist Aufnahmen des damaligen Kanzlers bei der Feier zur deutschen Einheit in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober nachempfunden. Mit der Sonderprägung setze die staatliche Münze ihre Serie fort, in der Politiker geehrt werden, die auf besondere Weise mit Berlin verbunden sind, hieß es. Kohl war einer der Ehrenbürger Berlins. Der ehemalige Bundeskanzler war am 16. Juni gestorben. In Berlin hat am Dienstag die Fashion Week begonnen. Bis zum Freitag zeigen mehr als 3.500 Aussteller die neuen Modelle für den nächsten Frühling und Sommer. Vertreten sind sowohl etablierte Labels als auch vielversprechende Newcomer. Bei den Laufstegschauen in einem früheren Kaufhaus in Mitte stellten zum Auftakt die Designer Eva Herzog und Lena Hoschek ihre Entwürfe vor. Auch Laurel und Anja Gocke schickten schon am ersten Tag ihre Models auf den Catwalk. Zu den insgesamt rund ein Dutzend Messen und 70 Modeschauen werden rund 100.000 Besucher erwartet. Ein Schwerpunkt in Berlin ist die Ökomode.
Und wir kommen zum Sport. Jonathan Klinsmann, Sohn von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann, bemüht sich derzeit als Probespieler um einen Vertrag bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Der Torhüter glänzte beim Trainingsauftakt am Montag vor rund 300 Fans auch als Torschütze. Die Entscheidung, ob der U20-Nationaltorwart der USA, der die deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, einen Profivertrag erhält, soll nach den Eindrücken während des Trainingslagers in Bad Saarow fallen. Der junge Schlussmann wäre im Falle einer Verpflichtung aber nur Torwart Nummer 3 hinter Stammkeeper Rune Jahrstein und Thomas Kraft. Wahrscheinlich würde Klinsmann öfter bei Herthas U23 in der Regionalliga zum Einsatz kommen. Ebenfalls beim Trainingsauftakt dabei war Neuzugang Karim Rekik, der den für 17 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg abgewanderten John Anthony Brooks in der Innenverteidigung ersetzen soll. Die frisch gekürten U21-Europameister Mitchell Weiser, Niklas Stark und Davy Selke, der für 9 Millionen von RB Leipzig an die Spree gewechselt war, erhalten ebenso einen zweiwöchigen Extraurlaub wie Confed-Cup-Gewinner Marvin Plattenhardt. Die anderen Nationalspieler, die wie Kapitän Vedat Ibišević nach Saisonende noch auf Länderspielreise waren, werden in den kommenden Tagen zurückerwartet. Die Eisbären Berlin starten am 8. September 2017 um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg in die DEL-Saison 2017-2018. Als erstes Auswärtsspiel steht am 10. September 2017 das Match bei den Fishtown Penguins Bremerhaven auf dem Programm. Bremerhaven ist auch der Gegner beim letzten Hauptrundenheimspiel am 4. März 2018. Wir freuen uns sehr auf den Saisonstart und zählen bereits jetzt die Tage, sagt Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee. In 68 Tagen wird unser neues Team erstmals hochmotiviert in der DEL-Saison 2017-18 auflaufen. Gleich zu Beginn der Spielzeit präsentieren sich die Berliner in 4 der ersten 5 Partien ihrem Heimpublikum. Mit Nürnberg, Wolfsburg, Straubing und Köln am 22.09. geben dann alles andere als leichte Gegner ihre Visitenkarte in der Hauptstadt ab. Die vielen Heimspiele für uns im September werden dafür sorgen, dass unser Team besonders konzentriert in die Saison startet, so Lee weiter. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist dicht bewölkt, es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen um die 14 Grad. Am Mittwoch hat die Sonne kaum eine Chance, der Himmel zeigt sich überwiegend dicht bewölkt und insbesondere am Vormittag ist die Gefahr, dass es regnet, hoch. Das Quecksilber schafft maximal kühle 18 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage, der Donnerstag sieht dann schon wieder freundlicher aus. Es erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken mit Höchstwerten um die 22 Grad. Am Freitag bleibt es wechselhaft mit Sonne, Wolken, aber auch Regen. Das Quecksilber steigt maximal auf 23 Grad. Am Samstag liegt die Höchsttemperatur bei 24 Grad, während es vormittags noch regnen kann, reißt der Himmel dann am Nachmittag auf und zeigt sich bis zum Abend wolkenlos. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.